Also, ich bin gespannt, was wir heute machen werden. Weißen Pinsel habe ich hier schon, den brauchen wir aber erst später. Ich möchte nämlich erstmal, ja, losgelöst malen, ohne mir einen Kopf zu machen. Und dafür sprühe ich mir jetzt hier die Fläche einfach mal mit Wasser ein. Damit kann ich gut starten. Manchmal fragt man sich so viel, bevor man überhaupt angefangen hat, welche Farbe nehme ich jetzt, welches Werkzeug nehme ich, welche Größe der Leinwand nehme ich. Und ja, ich möchte, dass du einfach nur malst, einfach startest. Wie du weißt, kannst du auch deine gebrauchsfertige Acrylfarbe einfach ein bisschen verdünnen mit Wasser. Du kannst also die Farbe nehmen, die du da hast. Du kannst das Werkzeug nehmen, was vor dir liegt oder du in der Schublade hast, in der Küche oder wo auch immer. Es darf heute alles richtig bunt werden. Und egal, welche Farbtöne entstehen, du kannst wirklich machen, was du willst. Auch noch mal dir zeigen, wie ich meine Farbe verdünne. Ich habe hier gebrauchsfertige Acrylfarbe und ich gebe einfach ein bisschen Wasser dazu und dann ein bisschen verrühren. Du kannst einen Pinsel nehmen, den Stiel ein bisschen rühren und dann wird die auch flüssig. Hier am Rand sieht man das ganz gut. Und dann kannst du die auch raufgeben auf deine Farbe, auf die andere Farbe gießen. Da kannst du genauso mit arbeiten. Und was für schöne Muster entstehen. Ja, ich finde es schön. Und ja, ich weiß, ich habe halt was im Hinterkopf, worauf ich hinarbeite. Aber das wirst du dann ja noch sehen. Wow, das gefällt mir. Was für schöne, wie Federn oder Blumen. Ein bisschen Wasser dazu, das läuft halt so nicht. Ein bisschen sprühen. Probier auch einfach ein paar Formen aus. Also nimm das Werkzeug, was du auch immer jetzt hast, und lass da so ein paar Muster entstehen. Zieh die Farbe so ein bisschen rüber. Mich jetzt vom Blumenstiele, von der Blumenwiese, was auch immer, kann man sich so schön reinträumen. Kann man auch nur zugucken, wie die Farben so schön ineinander laufen. Dann ergeben sich natürlich auch wieder neue Farbtöne, wie jetzt hier so das Violett. Das ist darüber so schön entstanden. Ja, es macht einfach Spaß, total schön. So, das Bild lasse ich jetzt einmal trocknen. Und genau das habe ich gemacht. So was Ähnliches ist im Kanal. Das lasse ich jetzt so, weil es mir so gut gefällt. Aber das habe ich auch von vornherein ein bisschen anders gemalt. Aber was ist, wenn ich jetzt das Bild habe und es gefällt mir nicht? Und ich hatte aber einen tollen Malprozess, so richtig meditativ wie eben gerade. Und ja, was mache ich dann mit dem Bild? Weil oftmals gefallen mir die Bilder danach nicht, aber es macht so einen Spaß, mit diesen Farben zu arbeiten. Und deswegen zeige ich dir jetzt, wie ich weiter arbeite an dem Bild und ich bin schon gespannt, was jetzt daraus entsteht. Ja, ich habe den Tag nicht mehr weitermalen können, weil es noch zu nass war, aber jetzt ist es trocken und kann das jetzt drehen, kann hier neue Formen entdecken, kann mich wieder daran erfreuen und erinnere mich auch an die schöne Malerei.
Jetzt teste ich mal, was passiert, wenn ich jetzt da weiß drüber gebe. Ja, die Technik kennst du aus vielen Videos, aus ganz vielen Videos. Ich ziehe mir jetzt hier einfach Linien raus und das funktioniert gut. Also ich teste jetzt gerade, wie kann ich hier Formen rausholen, Blätter zum Beispiel. So Blattformen inspirieren mich. Funktionierte. Ich mache es nochmal. Einfach nochmal drüber. Und dann gucke ich mal, ob ich über eine größere Fläche gehe. Das macht auch Spaß. Also ist auch schön, hat auch was Meditatives. Gespannt. Ich schaue es mir mal an. Ja, war nicht so schlecht. Was für ein Wetter ist das bitte? Es ist kalt und regnet, aber die Blumen hier drin, die, ja, die machen das Leben doch gleich wieder etwas schöner. Ich zeige sie auch noch mal von der Seite. Finde ich total schön. Es trocknet gerade. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ich lasse es noch mal so liegen. Ach, und ich habe gerade gedacht, ich mache hier einfach noch ein paar Linien drauf, probiere noch mal so ein bisschen rum, habe einfach noch Lust, ein bisschen rumzukrickeln, mal am Ende, nicht wie sonst so am Anfang. Okay. Ja, ich bin zufrieden. Es war ein toller Malprozess. Du siehst, du kannst einfach machen, was du willst. Zu dieser Technik gibt es ja eh schon viele Bilder im Kanal, aber so hast du nochmal ein anderes Beispiel. Ja, es war schön und ich freue mich, dass du dabei bist und bis hierhin geschaut hast. Danke! Ein paar Blumen für dich. Du kannst natürlich deine eigenen Motive rausziehen, aber ich finde, es passt zu Ostern. Mir ist gerade eingefallen, ich werde das Ostern senden für euch als kleinen Blumenstrauß. Ein paar Blumen senden. Das kann ich natürlich gut machen heute. Und ja, auf dem Cover siehst du nämlich, dass ich da dieselbe Technik verwendet habe. Also es ist auch in meinem Buch. Und vielleicht hast du jetzt eine Inspiration für dich, auch ans Malen zu gehen. Oder zu Ostern blühen ja auch schon so viele schöne Blumen. Du kannst also die Technik auch gezielt umsetzen, wenn du möchtest. Oder dich wirklich mal ganz losgelöst ans Malen machen. Also denk nicht viel nach am besten, mach einfach, wie immer. Und ich danke dir von Herzen für dein Like, dafür, dass du mich begleitest die ganze Zeit, für deine Kommentare. Vielen, vielen Dank. Ich lese sie immer, immer wieder gerne und freue mich sehr darüber. Also eine Herzensangelegenheit. Dankeschön. Tschüss.